Ich wollte schon immer einen Vlog machen. Was geht ab, Leute? Und willkommen zum neuen Vlog bei Icon 6 in der ersten Runde. Wir probieren das Essen hier. Wir probieren jetzt das Essen, interviewen ein bisschen die Leute. Soll ich einmal Dings so? Wir haben Akawi. Oha, Wallah. Ja, Bruder. Wer liegt auf meinem Bett? Die sagen, nach 22 Uhr gibt's Dings. Ne? Was schreibt ihr da auf seinem Buch? Jeden Tag einfach, was hier passiert. Leute, sollen wir weiterziehen? Komm, ja, lass komm, lauf. Ich bin hier mit Panu. Was geht ab? Wir machen ein 2 gegen 2 A Cappella geschriebenes Battle mit einer Stunde Zeit und wir suchen jetzt unsere Gegner raus. Zeig mal, wie man das macht, Gabo. Zeig mal. Warte, ich muss erst mal Security fragen. Darf ich mal kurz in die Menge schreien? Ey! Ja! Wer hat Lust gegen mich und Pano ein 2 gegen 2 A Cappella Bars geschriebenes Battle zu machen mit einer Stunde Zeit? Jeder, der nicht macht, hat keine Eier! Was? Ich mach mit! Ey, Verteidigung, was geht's, komm! Betteln hier! Sein Revier! Bruder, du bist mein Liebling, Bruder! Ich wollte. Aber Bruder, Eier hast du gesagt! Hä? Ja, das ist nicht ärgerlich! Bruder, keiner meldet sich hier! Was geht ab, meine Freunde? Ich, Osamra, hab dieses Jahr bei Icon 6 eine gelbe Karte bekommen. Für was? Ich wollte zum Duschen gehen, ich gehe zum Eintragen. Die Frau sagt mir da, ja, es sind nur noch Plätze um 7 Uhr und 7.30 Uhr frei. Wer steht um 7 Uhr auf? Deshalb natürlich 7.30 Uhr. Am liebsten hätte ich 9, 10, 11, okay, eigentlich 12 Uhr hätte ich genommen, aber war nicht mehr frei. Bin ich schlafen gegangen, bin ich am nächsten Tag um 8 Uhr aufgestanden, gehe ich dahin, sage ich, ey, ich möchte duschen. Nee, du bist eine halbe Stunde zu spät, gelbe Karte. Was? Ja, gelbe Karte, weil du hast den Platz von einem anderen Künstler geklaut. Jemand anderes hätte duschen können, dafür kriegst du jetzt eine gelbe Karte. Ich bin fast fürs Duschen aus dem Turnier geflogen, wollt ihr mich verarschen oder was? Aber fürs Beleidigen gibt es keine Karten. Würdest du für Beleidigen Karten geben, dann hätte ich bestimmt eine schwarze Karte und wäre schon längst rausgeflogen. Ne! Warte, meine Eier kleben. Wallah, ich kenne diese Probleme. Unterhose rollt sich hoch und so, gell? Ja, Wallah, nice! Oder der Yasha, ich hoffe, meine Mutter hat Koffer einfach voller Essen. Guck mal, da oben er hat sogar Yuppie-Soße. Ich küsse euer Herz. Oh, guck mal, die Haribo kurz runter. Yasha, wenn du das siehst, es tut mir leid, Bruder. Aber die sind sogar Veggie, Bruder. Wir laufen weiter. Weiter. Wir gehen jetzt Salah und Nuat fragen. Hey Jungs, alles gut? Wallah, wir haben gerade eine feine Besprechung, die crasht gerade rein, Alter. Sorry. Okay. Wir wollen euch jetzt nicht 2 gegen 2 vorbereiten, so auf Flachkick-Battle. Habt ihr Bock? Habt ihr nicht Bock? Eine Stunde Zeit. Bruder, wir haben gerade Battle mit diesem Raumklima, Bruder. Und mit diesem Tee, Bruder. Ich küsse euer Herz. Vielleicht haben die anderen Bock, mein Rat. Ab, Leute, mein Name ist Kartal. Ich habe die gelbe Karte bei Icon 6 bekommen, weil die Künstler auf einmal keine Feuerzeuge hatten und es haben so 34 Feuerzeuge gefehlt. Und hast du mein Feuerzeug wieder genommen? Nein. Gib mir mein Feuer wieder. Ja, komm nein, her. Nein, Bruder, alles gut. Ja, könnt ihr euch schon vorstellen, oder? Thema gelbe Karte, okay? Ich vergesse das nicht, wie ich diese gelbe Karte bekommen habe. Ab 21, 22 Uhr, wenn du rausgehst, darfst du nichts sagen. Ich gehe raus, speise mein Brötchen rein. Voll lecker. Ich mache, boah. Der Typ, hey! Ich sag, wie hey? Ich habe nur mein Brötchen reingebissen. Ich habe einmal boah gesagt, weil es schmeckt. Wenn du weiter redest, kriegst du rot. Tamam, okay, gib mir diese gelbe Karte und nimm mein Brötchen. Ess du mein Brötchen. Oh, Mowgli. Es ist passiert. Was ist das für ein herrlicher Anblick? Asya, was sagst du zu Mowgli? Sag nichts Falsches. Oh! Ja, wisst ihr doch Bescheid, Freunde. Sie hat sich leider fürs falsche Team entschieden. Fehler passieren im Leben. Ich wünschte, sie könnte es rückgängig machen, aber... Nein, ich bin zufrieden mit meinen... Sie lügt. Also bist du lieber bei den anderen Jungs als die bei Mowgli? Man versteht sich mit denen, aber ich verstehe mich auch mit denen. Mowgli, was sagst du dazu? Besser, Bruder. Sie will gerade nur nicht zugeben, weil jetzt gerade du hältst Kamera vor ihm. Wir waren pur am Lästern, Bruder, weißt du? Wisst ihr, ja, man kann schon lästern. An die, die transportieren. An die, die vakuumieren. Was sagst du zu ihm? Sie, Walla, was soll ich dir sagen? Ja, so viele Kerbungen hat ein Golfball. Kerbungen? Ja, diese, der hat doch, ein Golfball hat doch so Löcher drinnen, so, in so den Golfball. Rillen. Ja, diese Punkte, diese Punkte. Diese wie so Punkte, Cousin. Diese, wo runtergeht, ja, die Wellen. Genau, ja, genau, das. Ja, genau, diese Wellen, das ist schon richtig. Na dann, wie viele? Sag mal, wie viele? Warte. Walla, das haben alle falsch gesagt. 64. Was redest du da? Oder habe ich irgendwie Golf gespielt, dass ich das weiß? 300. Vincent! Bruder. Aber wer weiß das? Hey, Walla, wir haben gerade schätzen. Wie viele Rillen hat ein Golfball? 54. 300! Wie viel? 300! Tamam. Wallah! Okay. Hast du gezählt? Ja! Warum schreist du? So! Guck mal bitte, wie der aussieht, wenn er schreit. Schrei mal. Ja!
Ah, wir müssen tanzen, komm nein, her. Nein, nein, hau ab, lass mich in Ruhe. Ey, willst du battlen? Ich will gegen dich battlen. Pano und ich gegen dich und noch einen. Zerreiß dich. Ich komme in das Battle und zerreiß dich affin. Komm mit nach draußen, die zerreißen ein Delfin. Zusammen. Delfin in die Person, die das guckt, in die rein. Oh, ey. Ja, nein, nee, Spaß. Ey, ich sag, geschriebene Battle, eine Stunde. Mit einem zusammen. Pano und ich gegen dich und noch einen. Oh. Ich überleg grad, warte, ich will nicht am Bruder mit dir und ey, ist sowieso Feierabend, Bruder. Warte mal, warum bettelt ihr nicht gegeneinander? Chill. Habt ihr gesehen? Ey, warte mal, die beiden gegeneinander, das wäre noch krasser. Fitner, Wallah, ich bin Fitner. Ganz schlimm, ich mache gerne mein Bruder, Wallah. Ich bin eine Ratte. Aber Bruder, ich sag dir ehrlich, gegen dich, ja, du weißt, ich kann ohne rauswerfen, nur zum Spaß für uns. Hey, what's up, Friends? Muel hier. Ich war auch bei Icon 6. Ich habe eine gelbe Karte bekommen fürs Flüstern draußen. Und als der Security mich gefragt hat, ey, was ist deine Nummer? Dann habe ich ihm gesagt, 87, obwohl meine Nummer 86 war. Auf einmal diskutiere ich mit dem Security, der wollte noch meinen Namen wissen. Sage, hau ich ihn einfach irgendeinen Namen raus und guckt mich einer von rechts an. Er sagt, Bruder, warum machst du so? Ich gucke ihn an, das war einfach Nummer 87. Peace, Rabur. Und bei Icon 6 habe ich eine gelbe Karte dafür bekommen, dass ich einer Mitarbeiterin ein Kompliment gemacht habe. Man darf anscheinend gar keine Komplimente mehr machen. Übrigens hatte ich auch locker 7 oder 8 gelbe Karten, aber ich wusste, wo die Listen immer hinpacken und bin hingegangen und habe dann immer meine Nummer weggestrichen. In diesem Sinne kann ich das jetzt sagen, weil jetzt eh alles vorbei und ich liebe euch. Ciao, ciao. Da sag ich, soll mich fallen lassen. Vertrau mir. Sag, Walla, Billa, du lässt mich fallen. Er soll mir einfach vertrauen. Stell dir mal vor, er lässt mich fallen, ich tu meinen Kopf anstoßen oder so. Ey, nicht so weit weg. Vertrau mir doch einfach. Lass dich aber fallen, ne? Lass dich fallen. Ey, guck mal, wie weit weg! Lass dich einfach fallen! Nein, Mann! Warte, ich halte ihn! Halt ihn endlich mal! Ich schaff das schon mal! Oh, spring einfach mal! Okay, 1, 2, 3! Irgendwo sind diese Witze. Oh mein Gott! Ja, oder, ich weiß nicht, ob ich hier trauen soll, Alter. Du schaffst das nicht! Ich schaff das! Ich wiege viel! Egal! Wie ist das ein Schaffner? Hey, Walla, Billa, warum willst du das? Ey, er lässt. Mach mit dir! Bitte lass mal fallen! Lass dich mal fallen, bitte! Ich schwöre, du schaffst das! Ich schwöre, ich schaff mal! Nein! Ich lass dich doch fallen! Nein, ich schaff lass doch nicht! Lass dich bei mir fallen! Geh mal weg, lass dich bei mir fallen! Nein! Nein, lass dir mal was labert der Mann? Ohne Spaß, einmal geredet, auf Kamera hat er sich einmal fallen lassen, Kamera, genau wo sie redet, macht sie mich fertig. Ich schwöre, er hat sich gerade fallen lassen und ich habe ihn gefangen, aber jetzt will er es vor der Kamera nicht mehr machen. Ich schwöre bei Gott, ich lasse mich jetzt fallen. Siehst du? Ich sag ja, ja, guck doch. Walla, jetzt will ich es geschafft oder nicht? Ich schaffe es auch nicht. Doch, ich schaff das. Bisschen Kraft, aber... Du, wenn die das nicht schaffen, wie willst du das schaffen? Mach doch jetzt. Wir fallen, doch nicht wir fallen beide auf den Boden. Ach, hey, du bist 1,50. Du schaffst das nicht. Ich bin 1,57, ja? Bruder, du tust, als ob du 1,80 bist. Voll. Walla. Ey, morgen Rap-Battle. Ey, Walla, gleich egal. Boah, offizielle Ansage. Offizielle Ansage. Nein, ich bin Dinaro. Wir wollen ein Battle. Jawohl. War gut? Das war ja nicht. Geh mal her, soll ich dir zeigen? Nein, dafür kann ich gut essen, Leute, wisst ihr doch. Halbe Tonne schwer, aber mein rechter Haken sitzt, Leute. Ich dachte, das wäre unser, Alter. Aber wo Gleich. Okay. Boah, deine Chancen für das morgige Battle sind so klein geworden. Spaß, Amo, Abi, Abi, Amo. Amo. Wir müssen einen Block machen. Ich gebe dir dein Handy gleich wieder. Ja, bitteschön. Was macht ihr denn? Ciao, Vincent! Ciao. Okay, aber weiter. Film mich nie wieder. Tamam! Wir haben gerade geguckt, wir warten gerade. Ich habe angerufen. Habt ihr Essen bestellt? Ja, Mann, was zu sagen? Bruder, ich hab gerade angerufen, die gehen nicht mehr dran. Meine Befürchtung ist, die haben einfach zugemacht. Laber? Die haben einfach zugemacht, Bruder. Ich hoffe, meine Mutter sagt mir den Namen von diesem Laden nicht. Ich piep ihn. Walla, ihr bestellt Essen? Willi, Willi, Walla. Bruder, denkst du, ich bestelle, ohne an dich zu denken? Habibi, eine Hand, Bruder. Du verarschst mich aber. Ich hab Hähnchen Hollandaise bestellt. Magst du das? Ich hab extra große mal gemacht, damit ich teilen kann, Walla. Walla? Walla. Walla, ich mag dich jetzt auch. Habibi, mein okay, Bro. Okay, nochmal. Nochmal, doppelt hält besser. Okay, Jalla, komm, was jetzt? Okay, was machen wir jetzt? Macht ihr zwei jetzt ein Battle gegen mich und Pano eine Stunde Zeit oder nicht? Auch sportlich, auch sportlich. Ich hab die zwei hier gerade herausgefordert. Die haben Angst bekommen. Kralas, macht's gut. Weg, komm mal weg. Bro, sie meinten, es war nicht Spaß, Walla, ich hab mir gerade in die Hosen geschissen. Ich will nicht. Die meinten gerade zu mir, du bist Rabot. Und deswegen wollen die nicht gegen mich. Willst du jetzt gegen mich battlen oder nicht?
Bruder, wenn er gegen uns betteln würde, ich würde eher Ohrwurm kriegen, anstatt dass ich verlieren würde. Was geht ab? Hier ist Cubic. Ich hatte einen Termin um 13 Uhr oder so. Ich war 13.45 Uhr immer noch da am Warten und ich musste kacken gehen, Bruder. Dann kommt jemand, klopft an die Toilette. Bam, 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 bam. Du musst jetzt rauskommen, sonst gelbe Karte. Und ich war so am Kacken, Bruder. Ich muss abwischen, dies, das, Bruder. Ich küsse dein Herz. Wie will ich rauskommen? Ich komme raus, er schreibt sich meinen Namen auf Nummer. Gelbe Karte für Cubic, ja. Weil ich kacken musste, ja. Ich trinke viel Wasser, wa? Andere Leute haben Klamotten und unsere Kurse schon. Bruder. Wallah, mach dir überhaupt gar keinen Kopf, das bleibt 2 Stunden bei mir. Da hol ich mir neue. Trink jetzt eine Flasche komplett aus, auf X. Guck mal, habt ihr schon mal sowas gesehen? Oha! Oha! Tschüss! Ich sag, das Wetttrinken machen. Ja, wie geht das, Digga? Go jetzt! Schneller, noch eine, noch eine! Geht rein! Oh, Maschallah, Bruder. Gib mir, hält das jetzt weg. Was soll ich denn neue bringen? Immer was geht ab, hier ist Pano. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Die erste gelbe Karte war, weil ich Ozan seine Zahnbürste in die Toilette gesteckt habe. Und die zweite gelbe Karte war dafür, weil ich Ozans Zahnbürste mit Emre seiner verwechselt habe. Freunde, was geht? Hier ist Kavo und ich wurde gezwungen, euch mitzuteilen, warum ich eine gelbe Karte habe. Und zwar ist Folgendes passiert. Ich habe BZ seine Fruchtzweige geklaut und habe die versucht, Emre unterzujubeln, damit er 1,11 Meter wird. Nein, machen wir jetzt ein Battle oder nicht? Ohne raus. Jetzt hier auf Freestyle. 2 gegen 1. Aber du f***st eh, Bruder, das ist kein Spaß. Also an jeden Fall, das ist kein Spaß. Das ist unfair. Egal, komm, Wallah, gib. Aber du musst mir auch helfen, dich ein bisschen zu wissen. Der nächste hat wieder abgesagt. Lass uns das mal ein anderes Mal machen. Bruder, guck mal. Ihr könnt noch eine Woche lang hier vorbeilaufen und die können noch eine Woche jemanden fragen, der Battle gegen ihn machen will. Ihr findet keinen. Also hört auf, Bruder. Verschwendet nicht eure Zeit, Bruder. Ich werde noch einen finden. Ich wollte gerade sagen, lass mal Chips klauen, aber da ist ein Wallah, geh. Sollen wir die überfallen? Ja, komm. Passt das so? Meint ihr, er kennt mich? Ach, nein. Nein, Bro. Ja, jetzt nicht mehr. Davor, ja, sag ehrlich, aber jetzt nicht mehr. Aber das ist für die Frau. Am Ende kickt die mich hier raus. Nein, lauf einfach rein, sag Entschuldigung, kann ich die beklauen? Lauf einfach durch. Hallo, einmal raus hier. Aber ich hab Hunger. Ganz, ganz schnell. Hätte nur Hunger. Ich hab nicht mehr nehmen. Sie war von unserem Part, oder? Ja, oder? Hey Leute, mein Name ist Fatme und ich habe bei Icon6 2 gelbe Karten bekommen. Beziehungsweise unter anderem 4 Mädchen, also Arlinda, Asia, Ilo und ich. Genau, Leute, hier ist Arlinda und ich erzähle euch jetzt mal meine Story. Eines Nachts bei Icon habe ich mich so schlimm erschrocken, dass ich heulend und schreiend aus meinem Zimmer gerannt bin. Ich habe um Hilfe geschrien, okay? Eventuell ist es meine Schuld, dass sie alle eine gelbe Karte bekommen haben, weil ich sie erschrocken habe. Das Erste, was passiert, es wird natürlich erstmal die gelbe Karte gezogen. Dass ich aber gerade Angst um mein Leben hatte. Wirklich, ich hatte Angst zu sterben. In diesem Moment. Das war zweitrangig. Wenn ich bis heute noch darüber nachdenke, dann muss ich lachen, ich höre, aber es ist auch ein bisschen unangenehm. Ihr werdet auch noch rauskriegen, was genau passiert ist an dem Abend. Mittlerweile kann ich darüber lachen. Die Armen, die haben wegen mir eine gelbe Karte bekommen, weil die sich wegen mir erschrocken haben. Leute, habt ihr Bock, dass wir euch erzählen, was passiert ist und was ich getan habe? Weiß nicht, ist der Karton rein, oder? Ich frage jetzt meine Jungs, ob wir Essen bestellen. Wie? Warte, ich schließe mich da an, so viel Essen wie geht, Report 2 erfüllen. Erweitern, sagt man das so? Bruder, was ist das für ein Block? Was denn? Schrei nicht. Was ist das für ein Block? Wallah, er bestellt einmal Essen ohne mich. Was sagst du dazu? Nein, das stimmt doch gar nicht. Ich hab extra groß bestellt. Nachdem der seinen Bauch an deinem Bauch gerieben hat. Also ich würde den zum Battle Mall rausfordern an deiner Stelle. Straight. Weißt du, was das Problem ist? Das ist diese Fitner, aber ich und Walid in einer Hand. Weißt du? Aber der meinte gerade zu mir, auch wenn er mir die Hand geben wird, ich werde den rausfordern. Wallah? Ich würde aufpassen. Oder wir waren schon immer Profi. Halt! Ich geh jetzt. Geh! Yalla. Geh du! Was machen wir jetzt? Aywa, was geht ab? Hier ist Brudi 030. Ich habe auf jeden Fall eine gelbe Karte bekommen bei Icon. Warum? Die haben 2 Messer bei mir gefunden. Ich weiß auch nicht, was die hatten. Ich wollte nur 1-2 Äpfel, Birnen essen, gesund leben. Direkt gelbe Karte. Warum? Ich habe ein bisschen auf Handy gespuckt. Sorry, BZ. Ey, Wallah, ich habe eine Idee. Ich kann nicht mit der Clown gehen. Ja, komm. Wir machen nichts. Wallah, das ist so einfach. Ich schau meine Mutter. Guck doch mal diesen Koffer an, Bruder.
Wie lange geht dieser Vlog? 2 Tage? Ja, wir machen noch einen. Die drehen seit 7 Stunden. Mach mal Outro. Wir sind fertig! Der fliegt morgen so raus, ne? Raus? Der fliegt morgen raus. Beende das nicht, beende. Mach Kampf, Bruder. Reich mich das Game auf. Walter White, Heisenberg, Counter-Strike, Black Gewehr, Drive-By im Kreisverkehr.